a smile from there. Do you think you can tell? And did you get to the train? Your heroes for girls, hot ashes from trees. Did you exchange walk on part in a war for a litre of the cage? Eine Umbaupause, dann geht's mit Volker Gutting weiter. Okay, wie geht's euch, Herxheim? Seid ihr noch alle fit ein bisschen? Habt ihr genug Indus? Gut. Okay, wir spielen ein Stück von Deep Purple. He is perfect strangers. A thousand oceans I have.
So, jetzt muss mal die Gitarre mal stimmen, weil es ist ja heute so kalt hier. Da verstimmt sich vielleicht das Instrument. Wollt ihr noch ein Stück hören? Seid ihr euch sicher? Dann spielen wir noch ein Stück von Whitesnake, oder? Was Whitesnake, oder? Somebody. Ah, okay. Somebody. Sehr schön. Thank you.
aber gar nicht wissen, ob man da Allstars mitspielt. Nee. Ist das noch eine Alt oder Allstars? Oh. Oh. Ja, man, die Klickertipps sind dann die Erfahrung. Ja, so, zum nächsten Stück. Ich glaube, jetzt sind wir angelangt. Bei Whitesnake. He's here I go again.
Also jetzt der große Held des Tages braucht heute jetzt noch Strom. Applaus. Johnny, willst du noch was zum Schluss sagen? Gut, eigentlich habe ich alles schon gesagt, was ich sagen wollte. Geil, dass wir da sind. Und ich gehe jetzt im Ufasch davon aus, dass Plätzlfest nächstes Jahr wieder stattfindet. Und ach, vielen Dank an die Allstar-Band, dass die gesagt haben, hopp, Johnny, wie sieht's aus? Und Spock spielt mit. Und ich gesagt, jo, natürlich. Und wir haben auch tatsächlich geprobt, ne? Wie sich das so kehrt, zwei ordentliche Musiker. Und jetzt kommen wir echt tatsächlich zum letzten Song vom ganzen Plätzchenfest. Schade, dass schon wieder rum ist, aber die geilsten Partys und die schönsten Festlöcher sind irgendwann echt auch rum. Und ich bin mal jetzt gespannt, ob der Song da so wird, wie er sein soll. Aber ich bin guter Dinge, weil wir haben uns alle schön vorbereitet, wir haben uns alle mitgegeben. Und es ist ja wirklich so, wenn man dann sozusagen sich zusammensetzt, ganz viele Musiker, die jetzt alle nicht so immer zusammenspielen, da muss man natürlich schon gucken, was man sich da jetzt raussucht. Und wir haben uns was rausgesucht und sind noch gespannt.
Dankeschön. Ja, 25 Jahre. Und jetzt muss ich mal die Liste gucken, wer noch. Dann haben wir Gesang, Petra Sauer, Preisträgerin von dem Musikerpreis. Dann haben wir die Mary Karst, Schlagzeug Frank Demmer, Jan Hoffmann, der kommt gleich nochmal zu mir, da fehlt nämlich noch was. Und dann Thomas Römer, also Thomas sieht total fit aus. Er ist seit Mittwoch im Einsatz, baut auf, hat diese Band unter ihre Fittiche genommen, dass das gewachsen ist, hat die Videos gemacht, da war im Dauereinsatz und sieht total super aus. So. Ein großes Applaus für Thomas. So, jetzt eins fehlt noch, Jan. Jan ist seit ein paar Jahren unser Moderator und praktisch ist auf der Bühne zu Hause und jeder kriegt ein Interview, außer der Jan. Ja, jetzt bin ich mal durchs Publikum und habe ein bisschen gefragt, was können wir denn mal den Jan fragen? Ja, ich brauche schon Hand. Also, da kam, wie fühlt man sich nach 3 Tagen Moderation, 3 Tage Groupies und 3 Tage Plätzelfest Backstage? Zu Punkt 1 und 3 muss ich sagen, der Sonntag ist immer ein bisschen zäh, der fängt immer ein bisschen hart an, weil der Samstag quasi einfließt. Das mit den Groupies, das muss irgendwie in einem anderen Zelt gewesen sein, da habe ich leider nichts davon gemerkt. Ja, ich gebe nur das weiter, was ich da gehört habe. Du hast alle gefragt, was macht ihr in der nächsten Zeit, habt ihr Projekte? Jan, wie sieht es bei dir aus?